Auf der einen Seite modernes, urbanes Leben, Freizeit und Vergnügen. Auf der anderen Seite Industrie, Arbeitsplätze, Einkommen. Ein Widerspruch? Nein, beides gehört zu Krefeld. Die Industrie in Krefeld ist eigentlich der Motor für den Wohlstand in Krefeld. Also als ich hier in Krefeld hergekommen bin, Ende der 70er Jahre, konnte man im Rhein nicht schwimmen gehen. Ich bin vor 2 Wochen mit meinen Kindern am Rhein gewesen und wir sind schwimmen gewesen. Also das, was wir alle im Kopf haben, ne? Es pufft und knallt und qualmt im Industriebereich, das gibt's auch noch. Aber wir sind mittlerweile auch im 21. Jahrhundert und da ist viel hochtechnisiert worden in den Unternehmen. Wenn Sie in verschiedene Betriebe reingehen, dann sehen Sie überhaupt nichts mehr von Dreck. Also wir haben es mit einer modernen, mit einer hochmodernen Industrie zu tun, mit viel Innovation, mit moderner Technik und das passt ins Klischee überhaupt nicht mehr rein. Jeder dritte Krefelder arbeitet in der Industrie. Und das sind 3 von mehr als 22.000 Arbeitnehmern. Die Familie Göpel schafft bei Kagel. Vater Steffen, Sohn Malte und Tochter Aina. In den 80er-Jahren, bei meinem Anfang, als ich auf Schicht gewesen bin, war es natürlich auch körperliche Arbeit, weil es kam drauf an, wir haben Kabel gezogen, wir mussten also auch mehr handwerklich arbeiten. Das hat sich über die Jahre jetzt geändert. Ich sitze eigentlich im Büro, habe einen klassischen Bürojob. Es war lauter, klar, dreckiger. Auch das hat sich geändert. Die Prozesse sind geschlossen worden. Es ist nicht mehr so viel offen, es kommt nicht mehr so viel aus den Anlagen heraus. Das hat sich schon geändert. Die Bedingungen sind allgemein besser geworden, naja. Auch die Art der Arbeitsplätze hat sich mit dem technischen Fortschritt verändert. Ja, also was mir persönlich gefällt, ist einfach die Abwechslung am Arbeitsplatz. Also die Arbeiten umfassen sowohl Laborarbeiten als auch Arbeiten am Bildschirm zum Steuern der Anlage, sowie aber auch draußen in der Anlage das Handwerkliche, dass man halt das Steuern der Anlage vor Ort, das leicht eine kleinere Reparaturarbeiten und es ist einfach vielfältig. Frauen arbeiten in der Industrie, selbstverständlich. Frauenindustrie ist kein Widerspruch. Ich bin vollwertig akzeptiert und kann genauso wie meine männlichen Kollegen die Karriereleiter hochsteigen. Ortswechsel. Die Arbeitskollegen Norbert Faye, 58 Jahre alt, und Selim Özdemir, 26 Jahre jung, kommen zur Arbeit. Sie gehören beim Hundesnack-Hersteller Rondo Food zum Kompetenzteam. Für Norbert Faye ist klar. Ich denke mal, es ist ein Anreiz, weil die Möglichkeiten in der Industrie erheblich besser sind. Also die Aufstiegsmöglichkeiten, die Weiterbildungsmöglichkeiten, die Chancen, die einem geboten werden, wenn man sie nutzt. Selim Özdemir nutzt diese Chancen in der Industrie. Er beginnt jetzt ein duales Studium und er liebt Krefeld. Ich bin in Krefeld geboren und möchte auch weiterhin in Krefeld bleiben, weil Krefeld für mich die beste Stadt ist und auch die Krefelder Industrie gute Arbeitsmöglichkeiten bietet. Industriestandort Krefeld. Die Initiative Zukunft durch Industrie möchte Industrie erlebbar machen und sucht den Dialog mit den Bürgern und der Politik. Unter anderem mit der langen Nacht der Industrie. Dann können die Krefelder ihre Unternehmen besuchen. Oder der Broschüre Made in Krefeld, sowie Diskussionsveranstaltungen zu aktuellen Themen. Industrie und Krefeld, das ist kein Widerspruch, das ist eine wunderbare Verbindung.